Rund 4 bis 5 Stunden dauert der Schlupf eines Kükens, das sich mit Hilfe eines Eizahns aus der Schale befreit. Jedes Jahr zu Ostern kann man das im Naturhistorischen Museum in Braunschweig aus nächster Nähe beobachten. Und jedes Mal wirft das erneut die Frage auf, was war zuerst da? Henne oder Ei? Also ich würde das Ei sagen, weil aber das Küken stimmt halt irgendwie auch, weil das ist ja im Ei irgendwie. Also das Ei wäre irgendwie richtiger. Das Ei? Oder vielleicht die Henne? Nee. Vielleicht hat Gott die erschaffen, die Eier? Ich denke mal, das hat sich so entwickelt in der Evolution. Ich glaube, das eine ist nicht ohne das andere möglich. Gibt eine Eins mit Sternchen. Vögel sind nämlich Nachkommen von Dinosauriern. Die haben auch Eier gelegt. Irgendwann hat sich im Laufe der Evolution der erste hühnerähnliche Vogel entwickelt und der schlüpfte vor ungefähr 165 Millionen Jahren aus einem Ei. Deshalb heißt die Sonderausstellung in Braunschweig auch Alles beginnt mit einem Ei. Und das ist unglaublich vielfältig. Die meisten Leute kennen ja nur das klassische Hühnerei. Es ist ja auch das einzige Ei, mit dem die meisten Menschen auch Kontakt haben. Aber Eier sind wirklich sehr variabel in Form und Farbe. Nicht nur zu Ostern, auch so in der Natur kann es grüne Eier geben, blaue Eier, gesprenkelte Eier und dann sind's, und auch noch von der Form her. Es gibt nicht nur dieses klassische ovale Ei, es gibt auch wirklich so kegelförmige Eier und kreisrunde Eier. In den Brutautomaten im Museum kommen übrigens nur Hühnereier, aber von unterschiedlichen Rassen. Wir haben jetzt zurzeit Seramas, das ist die kleinste Hühnerrasse der Welt, Zwergseidenhühner und ein Mix aus Zwergseidenhühnern und holländischen Zwerghühnern. In 2 Wochen gibt das Museum die Küken dann an einen Ökohof und da können sie dann zu stolzen Hühnern heranwachsen und ein langes, glückliches Leben führen.